Tisch vor der Tür, kommt man nicht rein. Hallo? Ist da jemand? Vor allem, wenn man überhaupt nicht weiß, wo man suchen soll. Erstmal durch jedes Gebäude durchgehen. Haben wir noch eine Taschenlampe dabei? Nee. Wäre jetzt cool, wenn wir eine Taschenlampe dabei hätten. Die hätte man noch mitnehmen können jetzt. Falls die Häuser doch mal ein bisschen dunkler sein sollten. Hey, is someone there? Hallo, ist da jemand? Kommt man da irgendwie noch rein? Gibt es hier irgendwo ein Gatter, wo man durchgehen kann? Dass wir in dieses Haus hier reinkommen? Da würde ich jetzt ganz gerne reingehen, ehrlich gesagt. Aber irgendwie kommen wir da nicht hin. Im Grunde genommen müssen wir jetzt in jedes Haus reingehen. Warte mal, da ist doch ein... Da ist doch... Hier können wir durchgehen. Da können wir durchgehen. Und wir können die Tür sogar öffnen. Ist nichts weiter drin? Finden wir hier irgendetwas? Sieht nicht so aus. Feuerstelle... Ein Bett ohne Matratze, ohne Bettzeug. Einfach alles. Sieht wie aufgeräumt aus. Als ob da schon lange keiner mehr wohnt. Weiter, das nächste Haus. Die Sonne wirkt auch so komisch irgendwie. Auch hier gehen wir nochmal rein. Alles verlassen, alles verlassen. Kochstelle, leeres Bett. Auf dem Tisch liegt irgendwas, aber nichts, was wir gebrauchen können. Das Schwert würde ich eigentlich schon ganz gerne mitnehmen, was da liegt. Aber wir können das jetzt nicht mitnehmen. Sind wir das oder was sind das für Schritte? Einfach weitergehen, einfach weitergehen. Was sind das? Oh, ich habe eine Gänsehaut, ey. Ich habe eine Gänsehaut. Ja, ja, ich sollte mich umsehen. Das mache ich hier schon. Ich habe immer das Gefühl, dass das andere Schritte sind. Dass nicht wir das sind, die hier laufen, sondern noch... Irgendjemand anders, was wir ja auch nicht wissen. Dann alles so halbduster. So, hier ist auch nichts. Tralalala. Wir machen einfach nur einen kleinen Rundgang hier durchs Dorf. Keine Spur. Kein Mensch ist da. Drin. Da ist nichts. Gar nichts ist da. Raus. Mutter, komm. Was ist denn das für eine seltsame Stadt hier? Eine Mauer vor, da kommen wir nicht rein, oder? Gehen wir erstmal hier rein. Hier sind nicht mal irgendwelche Tiere noch. Was weiß ich, ein Hund oder sowas. Oder eine Katze, die hier rumläuft. Hier ist gar nichts.
Hier ist ein Baumstamm vor. Wie kommen wir da denn jetzt hin? Da kommen wir gar nicht hin. Ich würde gerne die Tür öffnen. Die ist aber auch irgendwie mit diesem Holzbalken verrammelt. Die könnten wir sowieso nicht aufmachen, auch wenn wir jetzt hinter diesen Baumstamm kommen könnten. Also springen können wir nicht, dran vorbeilaufen können wir auch nicht. Wir gehen erstmal weiter, mal gucken, was dann noch so kommt. Das hier eine Schaukel? Nee. Brennplatz. Feuerstelle, meine ich. Oh, da brennt eine Kerze. Kerze. Geschichten der Dorfbewohner. Der alte Bastard ist gestern Abend ins Dorf gekommen. Der feige Hurensohn hat Raiders Jungen mitgenommen. Der Bastard. Niemand hat ihn kommen sehen, obwohl wir seit Wochen Wachen aufstellen. Der Junge hat keinen Mucks von sich gegeben, das arme Ding. Wie bei Aspen, der hat ja auch nichts gesagt. Wir alle haben große Lust, endlich da hochzugehen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Aber da sind noch die Tore. Diese verfluchten Tore öffnen sich nicht für unser Eins. Alles, was wir tun können, ist abzuwarten und zu hoffen, dass Raiders Junge der Letzte war. Also der Letzte wahrscheinlich, der jetzt geholt wird von dem Wesen, von dem Typen. Die Verderbnis dieses Mannes, sein Herz, wenn er denn eins hat, muss so verwest sein wie ein ewig totes Schwein. Und unsere Götter tun nichts. Verflucht seien sie alle. Das ganze faulige Pack und verflucht sei der mordende Bastard, Erik. Thorsten? Nee. Thorstein. Erik? Erik? Bist du da? There was a folk tale in der Stadt, in der ich geboren wurde, gab es ein Märchen über einen Mann, den sie den alten Erik nannten. Es hieß, er würde sich nachts ins Dorf schleichen und Kinder stehlen, die nicht brav waren. Meine Eltern sagten immer zu mir, ich müsse brav sein, weil sonst der alte Erik käme, um mich fortzuschleppen. Aha. Zu diesem Zeitpunkt kam es mir gar nicht in den Sinn, dass die Person in dem Tagebuch der Mann aus dem Märchen sein könnte. Aber später war ich mir da nicht mehr so sicher. Sind die alle ausgezogen, die Leute? Sind die... Hier kommen wir nicht raus, oder? Die Tür können wir nicht öffnen. Das ist eine Tür, aber wir können sie nicht öffnen. Aber auch hier alles leer. Man findet hier sonst nichts. Kann ich die Kerze irgendwie mitnehmen oder sonst noch irgendwas? Die Nachricht haben wir schon mitgenommen. Ist da eigentlich ein Totenschädel auf dem Tisch oder was ist das? Sieht mir wie so ein Helm aus. Den können wir aber nicht mitnehmen. Überall diese großen Steine auch, ne? So, wo müssen wir jetzt hin? Da unten ist nichts mehr, nur irgendwas Verfallenes. Da kommen wir auch von hier aus wahrscheinlich nicht rein. Wir können ja mal eben gucken. Aber es sieht nicht so aus, als wenn wir da rein können oder dass es sich lohnt, da reinzugehen. Da ist nichts. Wir müssen hier weiter hochgehen. Zu diesem Haus. Ist das eine Kirche mal gewesen oder was ist das? Das ist ja ein Riesenhaus. Ein riesiges, verfallenes Haus. Was hat es damit auf sich? Diese Geräusche. Da können wir reingehen. Okay, die Tür war nicht mehr im allerbesten Zustand.
wenn ich ein Lost Places Video machen könnte in diesem Ort, das würde ich sofort tun. Das würde ich sofort tun. Allerdings würde ich mich auch fragen, frage ich mich, ob ich den Mut dazu hätte, in solche Häuser tatsächlich real reinzugehen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das funktionieren würde. Bin ich ganz ehrlich. Oh, hier ist sogar noch Nebel drin. Nebel. Nebel der Ungewissheit. Da können wir nicht, da müssen wir mal hier lang. Ein Haus voller Nebel. Ich gucke jetzt einfach genau, weil ich jetzt nichts verpassen will. Ne? Also es könnte ja überall, in jedem Regal, in jeder Ecke, könnte ja irgendwas liegen. Das möchte ich natürlich jetzt nicht verpassen. Ne? Oh, Kerze! Okay, es scheint immer, wenn wir was finden, ist da immer eine Kerze am Leuchten. Wer macht diese Kerzen an? Oder? So, Treppe. Ruhig, 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 ruhig. Wir gehen jetzt ganz ruhig die Treppe rauf. So. Liegt hier was? Aber immer wenn hier... Da muss was sein. Wieso brennt hier diese Kerze? Hier liegt aber nichts. Ich kann hier nichts aufnehmen oder irgendwas mitnehmen. Mal lang laufen. War da was in dem... Ne, da war nichts drin, ne? Nein, da war nichts drin. Also, hier mal eben lang gelaufen. Hier sehen wir das ganze Haus nochmal. Vielleicht liegt hier ja irgendwo irgendwas. Ein weiterer Anhaltspunkt, damit wir Aspen finden. Da können wir nicht hoch. Da ist auch sonst nichts. Das Dach ist halb eingestürzt. Ich sehe hier nichts. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich was übersehen habe. Weiter geht es. Was müssen wir tun? Wo müssen wir hin? Erstmal wieder runter. Da geht's wieder raus. Ich würde gerne erstmal in diese Richtung weitergehen. Hier sind wir ja reingekommen, ne? Hier sind wir reingekommen. Wir müssen durch dieses Haus durch. Wieso brennt da oben eine Kerze? Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Wieso brennt diese Kerze da oben und da ist nichts? Alles verrammelt. Sieht aus, als ob sich die Bewohner vor etwas geschützt haben. Bestimmt vor diesem Erik. Da ist wieder eine Tür auf. Da kommen wir wieder rein. Lesen. Der Racker. Geschichten der Dorfbewohner. Hab gestern vom Wachturm aus ein Glimmen in der Nacht erspäht. Muss dieser seltsame Rackermann sein. Ist das wieder Erik oder? Der wieder seine Laternen entzündet. Wenn ich sehe,
Wie er da so im Dunkeln rumschleicht, will ich meinen Bogen noch fester packen. Aber er ist der Einzige, der die Toten wegbringt und dafür sorgt, dass die Pfade beleuchtet sind. Er macht's schon länger, als alle denken können. Aber keiner weiß warum. Es sieht ihn auch keiner, wenn er es macht. Weil er immer nur in tiefschwarzer Nacht arbeitet. Die Alten stellen ab und zu Körbe mit Brot draußen an den Zaun, damit er zu essen hat. Am nächsten Morgen sind sie immer fort. Es sei denn, ich beobachte sie die ganze Nacht. Dann wird das Brot hart und die Krähen fressen's. Scheint, als könne ich nach dem alten Racker Ausschau halten, so viel wie ich will. Er hat mich besser im Blick als ich ihn. So, also wenn man versucht, ihn zu beobachten, dann kommt er nicht, wie das aussieht. Wer ist denn dieser Racker? Ist das jetzt auch dieser Erik oder ist das jetzt ein anderer Mann? Wird hier von mehreren Männern gesprochen oder ist es doch nur einer? So, Nachricht mitgenommen. Wieder eine Nachricht, wieder ein bisschen schlauer. Der Racker bringt die Toten weg und beleuchtet die Pfade. Weiter, 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 weiter. Die Tür ist schon wieder verrammelt. Ja, man kann es ja mal versuchen. War aber schon irgendwie klar, dass wir da nicht reinkommen. So einmal hier eine Runde gelaufen. An der Mauer vorbei. Wo müssen wir hin? Was ist denn das für eine Kreatur da oben? Sehe ich ja jetzt erst. Irgendein Hinweis hier? Nein. Ist nicht der Fall. Also nochmal. Muss man ein bisschen gucken, dass wir jetzt nicht doppelt und dreifach in die Häuser laufen. Da ist nichts. Kommen wir auch wieder nicht rein, oder? Oder doch? Nein. Da sind Fische, die da oben hängen. Vergammelt. So, was ist da hinten in der Ferne? Ist da irgendwas oder sind das einfach nur Bäume? So, was müssen wir denn jetzt, wo müssen wir denn jetzt weiterlaufen? Kann man hier irgendwo über die Mauer oder was? Nee, kann man nicht. Da kommen wir nirgends hin. Da kommen wir nirgends hin. Das sind die Türme, die wir von weitem gesehen haben, vermute ich. Da müssen wir auf jeden Fall noch rein. Mal gucken, was wir da finden und wie es dann weitergeht.